Willkommen zu Explain 11 News. Du erfährst jetzt alles Wichtige rund um den Explain 11. Der Publisher Just Flight hat ihre BRE 146 einem Update unterzogen. Dieses Update betrifft natürlich Bugfixes, Lösung und viele Fehlerbehebung, sowohl in der Avionik als auch im Flugmodell. Ich persönlich finde das mal wieder richtig gut, dass der Publisher Just Flight so schnell agiert und natürlich das Update ausliefert. Ich persönlich finde die Jumbolino sowieso ein sehr schönes Flugzeug. Vielleicht muss ich sie mir auch mal kaufen und im nächsten Stream fliegen. Was meint ihr? Vertical Sim Studios veröffentlicht den Airport Myrtle Beach für den Explain 11. Der Flughafen besticht natürlich durch sein schönes Layout und ihr bekommt Unterstützung des SAM-Plugins, was ja für die Jetways gilt. Des Weiteren gibt es dynamische Bodenfahrzeuge und 4K-Texturen. Auch zu sehen ein Einkaufszentrum, ein Warbird Park und Wohnhäuser. Industriegebiete, die zum Beispiel auch von Hand platziert wurden und den Charme des Airports und der Stadt sehr widerspiegeln. Des Weiteren bekommt ihr PPA-Bodentexturen und 4K-Bodentexturen sowie 3D-Gras. Dieser schöne Airport hat auch HD-Lichter und kostet rund 17,99 US-Dollar. V-Sky Labs veröffentlicht ein schönes UL-Flugzeug, und zwar die Aeroprakt A22 LS für Explain 11. Der Publisher V-Sky Labs hat ungefähr über ein Jahr Entwicklungszeit in dieses Projekt investiert. Jetzt ist es veröffentlicht. Das ukrainische Flugzeug passt in die Kategorie der leichten Sportflugzeuge und ist nur für Sichtflüge, also VFR, zugelassen. Angetrieben von einem Rotax 912 Motor kann er mit 86 Knoten fliegen und rund eine Startbahn von 90 Meter reicht hier völlig aus. Also schön sportlich. VSK Labs hat das experimentelle Flugmodell aktiviert und was der Explain verwendet. Des Weiteren gibt es natürlich viele Checklisten, ein Laminar Research GNS 430 und das Avitab Tablet. Dieses Flugzeug ist daher für VR-Piloten, die eine VR-Brille haben, sehr interessant, da ihr hier auch, wie gesagt, die Hände sehen könnt. Des Weiteren gibt es ein integriertes Avitab-Plugin, kurz STMA Auto-Updater-Plugin. Dies ist auch enthalten und somit könnt ihr euch kostenlos Updates holen. Das Projekt wird auch weiterentwickelt, so der Publisher, und somit könnt ihr euch natürlich um viele neue, schöne, kostenlose Updates freuen. Das Add-on kostet rund 27,50 US-Dollar und kann über den Explain Ox Store oder direkt über die Entwicklerseite gekauft werden. Du möchtest dein Explain auf ein neues Level bringen mit vielen kostenlosen Add-ons, wie zum Beispiel AutoFixP, da habe ich natürlich auch schöne Tutorials zu gemacht und viel mehr. Darum schau dir gerne meine Explain 11 Tutorial-Serie an, dann hast du natürlich ein Explain, der dich überzeugen wird und as real as it gets wird, und das alles teilweise für low, also kostenlos. Viel Spaß!